So, Punkt 18 Uhr, auf geht's. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Zahlen ist schon okay, drei sind schon da. Vielleicht kommen noch ein paar andere dazu. Ich würde mich sehr freuen. Ich fange erstmal auf Deutsch an. Wenn Ika kommt, gehe ich dann noch zusätzlich auf Englisch. Das passt dann schon. Also, für die, die letztes Mal schon dabei waren, wir haben ja eine Art Hausaufgabe gehabt, eine ganz kleine, für die, die es wollten. Nämlich, wir haben gesagt, wir platzieren mal Türme auf dem Schachbrett und wir gucken, wie viele wir auf dem Schachbrett hinstellen können, ohne dass ein Turm den anderen Turm angreift. So ginge also, weil die sich nicht angreifen. So ginge nicht. Jetzt wollte ich mal fragen, für die, die es zu Hause mal geguckt haben, die können es jetzt auch schon in den Chat schreiben, aber auch die, die es nicht zu Hause gemacht haben, überlegt mal, wie viele Türme könnt ihr insgesamt aufs Schachbrett stellen, so dass kein Turm den anderen angreift? Grigor sagt 8, Katharina sagt 9. Hello Ika, nice to see that you're here. So, we were doing the homework from last week. How many rooks can you place on the board without two rooks attacking each other? So, sehr gut, das habt ihr alle richtig gemacht. Dann wollen wir mal anfangen. So, wanna start? Grigor, sag du mal den ersten Turm, wo stellen wir ihn hin? So, Grigor will place the first rook and then we continue. Grigor, sag mal ein Feld. Acht ist übrigens vollkommen richtig, bevor das hier untergeht. So, 8 is totally right. A8, okay. So, the next one. Der nächste Turm, wo kommt der nächste hin? Anyone? Jetzt irgendwer, einfach mal in den Chat munter reinschreiben. Wo können wir noch einen Turm hinstellen? B7, Grigor, sehr gut, weiter. Jetzt wird es ja einfach für den nächsten. So, the next one, where do we put the next one? C6, so, außer Grigor noch jemand? Vielleicht mal deine Schwester? Claudius, sehr gut, du warst eine ganz kleine Sekunde zu spät, aber genau richtig. Genau wie Grigor geschrieben hat, C6. Also, wie sieht's aus? Wer hat noch Lust? Nächster Turm. D-Prozentzeichen, Grigor, das ist ein bisschen schwierig für mich, aber ich verstehe, dass du D5 meinst. Dann liegt das Prozentzeichen. Nee, Katharine, nicht 5D, sondern erst der Buchstabe, Katharine. Erst der Buchstabe, dann die Zahl. Wir haben das ja schon geübt. Weil E4, sehr gut. Und die letzten drei, ganz schnell. So, the last three. Sehr gut. So, so und so. Perfekt. Und weiter. Mit Läufern. Wo müssen die Läufer stehen, dass sie sich nicht angreifen? Wer erinnert sich noch für die kleine Wiederholung vom letzten Mal? Ich zeige es schon mal. So. Der Claudius kennt das schon. Manche andere auch, aber vielleicht war nicht alle letztes Mal dabei. So, for those that don't know it, where else can you play, can you place a bishop? So, wer findet noch einen Platz für einen Läufer? H1, H2, H3, H4. Ja, wir können, genau, Grigor, wir können das theoretisch auch so rum machen. So, Grigor is right, we could also place them here. But now it doesn't work, because we already placed them on this line. Also, die noch freien Felder wären logischerweise diese hier. Seht ihr die Form? So, you see the B8. Genau, B8 habe ich vergessen. Sehr gut, ihr beiden. Claudius sehr stark, Katharine sehr stark. Claudius, Katharine, well done. Ich sehe schon, das war alles ganz einfach für euch. So, Bauer und Dame sparen wir uns mal ganz kurz. Dann der Fahrplan für heute, was wir vorhaben. Also, zuerst würde ich euch gleich ein bisschen was zeigen noch zum Thema Verteidigen. Ein bisschen Taktik, frisch und dynamisch in den Tag jetzt. Dann geht's weiter, indem wir uns eine kleine Partie angucken von Dominik. Den Dominik, den kennt ihr schon alle gar nicht mehr. Habt ihr ganz lange nicht gesehen, ne? So, first we're gonna look at like some tactical exercises about how to defend properly.
Then we're gonna look at a game from Dominic, because Dominic, even though he's not that present for you at the moment, still plays much chess and will join us soon again. And until then, we will analyze a game he won. Genau. Dann geht's weiter. Wir gucken uns en passant nochmal an, weil ich weiß, dass ein paar von euch dann noch ein paar kleine Schwierigkeiten haben. Da habe ich mir ein paar Taktikaufgaben rausgesucht. So, because I know that some of you got problems with en passant, we will look at it again and we will try to solve your problems. Dann, wenn die Zeit noch reicht, gucken wir uns von mir noch eine Partie an. So, if there's enough time, we look at a game of mine. Und ganz am Ende gibt es wieder Minispiele. Wer mag denn Minispiele? Achtung, Achtung, Katharina, 6 Leute. Ja, mich freut es auch sehr, dass wir heute so viele sind. So, Katharina just reminded us that we are really many today already, and I'm really happy about that. So, who of you likes those minigames we played in the last times, sessions? Those little riddles, like the one with the rice or the one with the placing pieces. Wer von euch mag denn diese Minispielchen? So, wollt ihr heute noch eins kennenlernen? Das ist voll doch cool, Claudius. Das freut mich und da kriegst du was geboten. Alles gut, Katharina. Also, das erste Thema heute, so the first thing we speak about. Wir werden angegriffen in den nächsten Partien und wir wollen den besten Zug finden, um zu antworten. Dabei ist wichtig, wir wollen aktiv spielen, wir wollen Züge machen. Okay, ich war ganz kurz, Katharina. Diese kleinen Rätselspiele, zum Beispiel mit dem Reiskörner auf ein Schachbrett legen für die Springerzüge, sowas. Gar nicht schlimm, wenn du jetzt gerade nicht weißt, was ich meine, du siehst es dann. So, Katharina asked what for games and I explained to her. So, also, jetzt geht es darum, dass wir in den nächsten Partien angegriffen werden, wie gerade gesagt, und wir einen aktiven Zug als Antwort finden wollen. Sich nur verstecken vor dem Gegner hilft uns nicht. And while I was still explaining the exercise, Ika already solved it. I think I become old and not good enough for you anymore. Also, während ich gerade also erklären wollte, was wir machen, hat Ika es bereits gelöst. Richtig, sehr gut. We want to find the best moves to defend ourselves. Here the problem is, we are attacked with a fork and we will lose either the queen or the rook. Hier haben wir eine Gabel gegen uns und wir würden entweder Läufer oder Turm verlieren, Dame oder Turm verlieren. Aber Ika hat richtig gesehen, wir können jetzt hier einen Gegenangriff starten. Und jetzt, wenn der Gegner unseren Turm schlägt, sagen wir okay und nehmen ihm seinen Turm weg. Und schon sind wir auf der Siegerstraße. So, Ika said, well, okay, if you want, you can take my rook, but then I'm gonna take your rook. And afterwards I got much pressure here. Hier haben wir eine schlechte Partie, die ganz schwierig für uns aussah, zu einem Vorteil umgewandelt. So here we turned a game that looked really difficult for us into something easy. So, das ist auch noch nicht so schwer gewesen, glaube ich. So, I think that wasn't too difficult for you. Nächste Stellung. Schwarz hat Schach gesagt und wir müssen jetzt den besten Antwortzug finden. So, Black said check and pressured us and we have to find the best response to win in this position. Nehmt euch eine Minute Zeit, take a minute and think about it und denkt drüber nach. So, haben wir erste Ideen. So, do we have first ideas? Ika sagt Läufer auf D2. Ika says Bishop to D2. And if we play this, it's not bad. And we still win a pawn. So, da gewinnen wir noch einen Bauern. So, 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 so. Aber es gibt noch einen besseren Zug. Wer findet den? Tipp, wir müssen eine Figur dazwischen stellen. So, there's even a better move than that one. A little hint, we have to put something in between the king and the bishop. Bauer f4, Grigor, sehr gut. Grigor said pawn to f4, which is totally right. Wer sich erinnert, Fesselungen hier. Der Läufer kann nicht weg. Und dann können wir ihn gleich schlagen. So, for those that remember, we already spoke about the bind, and because of that we will win the bishop with that move. Sehr, sehr gut, Ika. Ika. Grigor. Sehr gut, Grigor. Tut mir leid. So. Und weiter geht's. In der Position, wo
wurde gerade unsere Dame geschlagen hier. Wenn wir jetzt hier zurückschlagen, so, verlieren wir den Läufer und haben jetzt ein Endspiel mit ausgeglichenem Material. Aber das wollen wir nicht. So in this position, we traded queens, and if we take back the queen now, then we end up in a position that's equal, but we can find a better move, where we can keep material up. So, und erste Ideen, Bishop to e6, wir haben den Vorschlag Läufer auf e6 von Ica und das ist genau richtig. So ist ein so ein Zwischenzug, ihr erinnert euch, ja das haben wir auch schon besprochen. So, it's a so-called Zwischenzug, we spoke about that already. And now, he has to react to the check, either here or there, doesn't matter. Er ist im Schach, da muss jetzt drauf reagieren, wohin er geht ist ganz egal. Wir nehmen die Dame und haben ein Endspiel mit einer leicht Figur mehr. So we take the queen and then we have an endgame that's winning for us. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr gut. Ich bin total zufrieden mit euch wieder. So really well done, guys. I really like that you participate that actively and try so well. Und weiter. In der Stellung hier müssen wir das Brett umdrehen. Brett drehen. Unsere Dame ist angegriffen. Aber wir dürfen jetzt nicht einfach hier in Sicherheit rennen. Das geht nicht. Das machen wir nicht. So, our queen is attacked and we have to play something. But we want to play something active. Who can find it? Wer findet den aktiven Zug? So, wir sind jetzt schon 7, das werden ja heute Rekordzahlen, Leute. So, we are already 7, we are on our way to a new record. I think if we continue... Turm e2 kommt gerade als Vorschlag rein, Rook e2 is suggested. But if we play Rook e2, he's just gonna take the Rook and then we lost it. Das ist noch nicht ganz richtig, Ika, nochmal nachdenken. So, that's not exactly right, Ika, but if we think about it, we can find something. Und der 7-Leute-Rekord ist auch wieder vorbei. Es war eine kurze Zeit und sie war schön, solange sie angehalten hat. It's not a problem if you can't solve it, because it's the second most difficult. Also gar nicht schlimm, wenn ihr es nicht lösen könnt, das ist die zweitschwerste Aufgabe. Das ist ganz okay. Hauptsache ihr versucht euer Bestes, mehr will ich gar nicht. Turm B6 ist ein Zug, Claudius, den kann man spielen, weil er die Diagonale blockiert, ihr verliert die Dame nicht. Aber, guck mal, Claudius, so look, dann wäre das gleiche Problem wieder. Das ist auch noch nicht ganz richtig, aber gar nicht schlimm. Gut, dass du es versuchst. So, Claudius suggested to put the Rook in between, but the Rook would just be taken by the Bishop and then we have the same problem again. And we don't like repetition in our problems. So. Weitere Vorschläge, sonst löse ich das in einer Minute auf. So, if there is no other suggestion, I will solve it in a minute. C8. Ah, ich geht sowas. Das können wir sogar spielen, dass der zweitbeste Zug hat, Claudius. Das ist echt gut von dir, dass du den gefunden hast. Weil er den Bauern hier weiterhin verteidigt. So, macht den mal wieder weg. Und die Dame angreift und wir sind gedeckt. Das ist gut. So, Claudius suggested
Queen. Ach nein, Läufer auf C8, nicht Dame. Okay, he didn't say Queen to C8, he said. Dann muss ich kurz rechnen, es tut mir leid. We play this one. He takes, we take. Das kann man spielen, Claudius, das ist okay. Das ist, würde ich sagen, kein schlechter Zug. Der ist okay. I will. That's a move you can actually play, it's not a bad one. I would say that's also the second or third best one. Also, der beste Zug ist aber Trommelwirbel. Hier müsst ihr euch mal kurz vorstellen. Man hört es nur bedingt. So, Drumroll. Der Vorteil von diesem Zug ist, unsere Dame steht auf der freien Linie und kann mit dem Turm zusammen besser zusammenspielen und droht hier rauszunehmen. Wenn wir hier rausnehmen, haben wir mehr und mehr haben ist besser als weniger haben. So, just to solve this one. In this position, we can after Queen B8, we threaten to take the knight on B1. And by doing so, we actually put our queen and the rook on the same file and then can build up pressure there, while also avoiding the attack. War vielleicht ein bisschen zu schwer, muss ich auch mich selbst kritisieren, da hast du mich nicht gut ausgesucht. So maybe I have to criticize myself there, maybe it was a bit too difficult. Und das hier ist jetzt ganz, ganz schwer. So this one's really difficult, but I think if you give your best, you can maybe solve it. We see we are attacked here and we are attacked here. But we are about to play something really crazy. Also wir sind angegriffen an zwei Stellen, aber wir werden jetzt was ganz Verrücktes spielen und zurück angreifen, statt uns einfach nur zu verkriechen. Und ihr müsst den Zug finden. Knight e4. Oh, well, it's really close. Springer e4 vorgeschlagen. Just on a side note, Ika, the correct annotation is Ne4. Then you don't need to write the K. Also, Springer schlägt e4. Dann schlägt der Läufer. So. Das kann auch machen. Das ist okay. 2, 5, 7, 3. Jetzt haben wir einen Bauern mehr, alles ist gut. Aber es geht noch ein bisschen besser. Ich zeige euch das mal. Das ist, glaube ich, sonst zu schwer. Das führt zu weit. I think that's a bit too difficult. I will just show you. We can take here and attack the queen. Wir nehmen da und greifen die Dame an. Er kann hier nicht nehmen, weil wir dann zurücknehmen und dann haben wir den Bauern einfach gewonnen und haben unseren Läufer behalten, den Läufer wollen wir behalten, weil der ganz stark ist. So he could take here, then we take back and then afterwards we keep our bishop, which is kind of strong and we need him. If he takes here with this queen, wenn er hier mit seiner Dame nimmt, was machen wir dann? Wer findet den Zug? So if he takes there with this queen, what can we play? Springer e2, sehr gut. Knight e2, really well done. Gregor auch sehr gut, es reicht. Perfekt, Gabel und gewonnen. Nee, Claudius, das ist nicht ganz so doll dann hier. Bin ich technisch unfähig? So. Wenn du jetzt hier schlägst, Claudius, dann schlägt er dich einfach. Das ist nicht ganz so doll. Aber trotzdem gut mitgedacht. So,
Das war ja schon mal ein bisschen anstrengend. Also werden wir uns zur Erholung eine Partie von einem ganz starken Spieler angucken. So, that was already a bit exhausting. So, we will look for a game against a really strong player. Where do we have it here? Also, tut mir leid, ich muss mal ein bisschen nach meiner Ordnung gucken. Hier. Die Partie hat Dominik gespielt, den kennen ja einige von euch noch, auch wenn er mittlerweile ganz alt geworden ist und einen Bart bekommen hat. So, this game is from Dominic. Some of you may still know him, even though during Corona he got old and grew a beard. Nein, weiß ich gar nicht. I am actually not sure whether he grew a beard. Der hat eine Partie gespielt und die ist total spannend. Aber bevor wir uns die angucken, muss ich ganz kurz dem Boris noch schreiben, wo er uns findet auf Twitch. But before we do this, I have to send a message to Boris and his father, so we can so he can find us. Nein, so. So, tut mir leid, ich muss immer ein bisschen organisieren nebenbei, ihr kennt das. So, I'm sorry, I had to organize this a little bit, because, you know it, because I want everyone to be able to participate, that's important for me. And if I can do anything in order to achieve that, then it's great. Also, Dominik spielt weiß und spielt direkt stark auf. Entwickelt seine Figuren. Ah, ganz kurz übrigens, das ist der, mit einer schlechtesten Züge, die man machen kann. This is one of the worst moves you can play. Wisst ihr warum? Why is that? Why is it a really bad move to take here? Warum ist es ein schlechter Zug, Leute? Das wissen alle. Na, erste Vorschläge. So, first ideas. Why do you say there are no pieces on board? Ah! Ah, yeah, I understand the point. Genau. Der Ike hat geschrieben, dass keine Figuren auf dem Brett sind. Da muss ich erst eine Sekunde drüber nachdenken, weil es auch für mich schon mittlerweile Abend ist und ich lange lernen musste heute. Genau. Wir wollen erst die Figuren entwickeln und noch sind die Figuren nicht entwickelt. Vorher musst du noch über Abtauschen gar nicht so viel nachdenken. So first we have to develop pieces. Ike is totally right. Because if we don't develop, then it's really stupid to give away the only one that we developed. Genau richtig. So, weiß jemand, warum wir hier vorwärts ziehen? Does anyone know why we push forward here? Why did Dominic play this move? Warum hat Dominic diesen Zug gespielt? Heute lernen wir vom Besten. Today we learn from the very best. Genau, das ist richtig. So, Ika is right. We get space there. Ika hat vollkommen recht, wir gewinnen Platz. Aber während wir Platz gewinnen, guckt euch mal die Figuren vom Gegner an. So, while we win space. This bishop here, he is now stuck behind the pawns and the pawn can never progress because there is our pawn. Also, der gegnerische Läufer ist jetzt ganz schwach geworden, weil er nicht weiter kann, denn davor ist unser Bauer und er kommt nicht vorbei. Deshalb nehmen wir jetzt auch hier zur Mitte hin. So. Wir könnten theoretisch auch so nehmen, aber dann kann er wieder später vor und der Läufer hat ganz viel Fläche. So haben wir, wenn wir noch rochiert haben und der Turm mal halt hier steht, nach dem Zug, eine ganz offene Linie zum Angreifen.
Ah, sehr schön, Boris, dass du auch dabei bist. Das freut mich sehr. Also, Boris, für dich, wir gucken uns gerade eine Partie von Dominik an. Den kennst du ja. Der macht ja auch ganz tolles Training. Ah, so, tut mir leid. So. Also, in der Position macht jetzt hier Schwarz die Rochade, die lange. Und wir haben einen ganz starken Zug. So, Black castles Queenside and we have a really strong move. Who can find it? Wer findet den Zug von euch? Tipp haben wir auch schon mal geübt zusammen im Training. Jetzt, Boris, kannst du aufs Brett gucken, das siehst du ja. Und jetzt musst du überlegen, was der beste Zug ist für Weiß. Weiß ist am Zug und kann jetzt hier eine Taktik anwenden, die wir gelernt haben. Und du schreibst in den Chat rein, was dein Zugvorschlag wäre. Wie man aufschreibt, weiß man. Sehr gut, Grigor. Springer auf F7. Ika also, we have a fork here. Wir haben hier eine Gabel. Und damit ist das Spiel schon auf einem ganz guten Weg. Ganz kurz, Grigor, wir schreiben auch nur SF7, das P kann man sich sparen. Guck mal, ganz kurz, das ist natürlich jetzt Schwachsinn vom Gegner, das bringt gar nichts, da verliert er auch eine Figur. That's really bad move, he just loses a piece. So, weiß jemand, warum wir hier den Turm dahin spielen? Hat ihr eine Idee, welche Grundregel dahinter steckt? Does anyone know why we play the rook there? There's a rule behind it, and I think all of you can know the rule. Oh, 7 Leute mittlerweile, sind ja wieder auf Rekordzahlen. So, back to 7, I think we are back to getting a record number of years. Also, erste Vorschläge. Warum könnte das ein guter Zug sein? First suggestions. Why could Rook to F7, F8 be a good move? Noch eine Minute, sonst sag ich's euch. One more minute and then I will tell you. Dass wenn Turm schlägt, schlägt Dame. Genau, Boris, das ist richtig. Boris. Boris, tut mir leid, ich habe einen Freund, der ist Australier, deshalb sage ich manchmal Boris, weil der Boris ausgesprochen wird. Also Boris, sehr gut. Turm Schach. Er schlägt, wir schlagen zurück. Was haben wir denn erreicht? So, what did we achieve by this? Attacking King, exactly. We attack the King, we get into a better position. Also sehr gut, Ika. Wir attackieren den König und kommen in eine bessere Position. Really well done, Ika. Außerdem haben wir ja mehr Material als der Gegner. Und der Spieler, der mehr Material hat, will immer abtauschen. Because the player that has more material always wants to exchange. Stellt euch vor, ihr habt 5 Kekse und euer Bruder hat 3 Kekse. Und ihr esst immer abwechselnd einen Keks. Da habt ihr noch Kekse über und euer Bruder nicht. Imagine you're eating cookies and you got 5 cookies and your brother got 3. And you eat one cookie each time. Each at a time. In the end you have cookies left and your brother doesn't. Well, it's a bad example because in that example you would share the last cookies and then it would be fine again. Also, schlechtes Beispiel, denn wir würden natürlich die letzten Kekse teilen. Katharina, du würdest mit Grigor teilen, oder am Ende deine Kekse. Und Grigor wird auch mit Katharina teilen, da bin ich ganz sicher. So. Du hast mehr als Grigor, das ist ja schön für dich. Du würdest nicht teilen, aber das ist nicht gut. So, Katharina said she got more cookies than Grigor and she wouldn't share, which is a bit mean. Hier haben wir einen Fehler von Dominik übrigens ganz kurz. Den Turm hier hinspielen, das bringt gar nichts. Playing the rook here doesn't help at all. Because we can never take here. Because it's always defended by the bishop and we don't want to lose our rook. Also, wir können niemals da schlagen gleich. Denn der Springer ist vom Läufer verteidigt und wenn wir da den Springer schlagen, schlägt der Läufer uns und wir haben ein Problem. Sekunde. So, der Gegner gibt Schach. Wir stellen Läufer dazwischen, das ist okay. Der Gegner geht weg. Schach, so. Und Schachmatt.
Clear to everyone, we give a check. He only has, he could also play the queen in between, but that doesn't help, because we take it and then continue. Ihr könnt die Dame zwischen spielen, aber mehr bringt das nicht. Hier ganz starkes Matt von Dominik, das hat er wunderbar gesehen. So here you see that Dominik is a really strong player, because he played a really strong sacrifice. He gave away his bishop, and then the, he gave away his rook. And then, when the opponent takes back, and he has to take back, he has no other move. Then you say, bam, and checkmate. So, soweit so gut, würde ich sagen. So far so good, I would say. Dann ist jetzt meine Frage an euch. Erstmal ist es okay, wenn wir jetzt mal 5 Minuten Pause machen, dass alle ein bisschen durchatmen können, ein bisschen sich erholen können, vielleicht was trinken können oder ein Kleinchen essen. So is it fine if we do 5 minutes of break? Because I think all of you need a little like pause and eat a little bit or drink a little bit and then come back at 35. Okay. So machen wir das. Ich freue mich schon. Dann mache ich eine Runde Schach in der Zeit und ich freue mich, wenn ihr wieder da seid. So then we take 5 minutes of break. Ja, Katharina, du, ich weiß, dass du jetzt atmest, aber jetzt kannst du in Ruhe atmen. 5 Minuten Pause. So, da haben wir einen Gegner, der weiß gar nicht, was er macht, aber das ist ja nicht unser Problem. Wir können uns ja erstmal freuen. Das war doch nicht so schlau. Ah, so war es sogar ganz okay. Ganz einfach Taktiken hier, das seht ihr genauso wie ich, wenn ihr dann ein bisschen nachdenkt. Jetzt holen wir uns eine zweite Dame und setzen kurz Schachmatt. Und Schach und Matt. Das war ja ganz einfach. Gregor, ich hoffe, er prügelt dich nicht, Katharina. Gregor, du sollst deine Schwester nicht schlagen, das weißt du, ne? Die waren nur mit Respekt und sind nett zu ihr. So, Katharina wrote that her brother is punching her, because she doesn't want to share her cookies. And I hope he does not, because normally Gregor is nice and we don't hurt others. Puh. Und Gregor, du kannst doch nicht sowas schreiben, während ich gerade trinke. Ich hätte mich jetzt verschlucken und sterben können. Gregor, you can't write that while I'm drinking, because I nearly I vomited with the water. You can't be funny while I'm drinking, that's not okay. Noch eine Minute, dann geht's weiter. One last minute, then we continue.
35 weiter geht es. Na, anscheinend geht es halt auf meinem Laptop schneller als auf einem normalen Computer, aber so ist das halt im Leben. Dann. So, jetzt ist es auf beiden 35. Gregor, ich kann jetzt nicht noch 5 Minuten Pause geben, weil dann das Trinkbad schon vorbei ist. Du kannst ja nur max kurz Pause machen und 5 Minuten dazukommen. So, Grigor asked for more break, and I told him he can take a break on his own and then rejoin when he feels like it. So. Also, das nächste Thema ist en passant. Und hierbei geht es jetzt um Endspiele. Ich gebe euch meinen ersten Zug vor, damit wir es lernen können. So, the topic is en passant. And it's about Endgames. Und das ist der erste Zug. This is the first move. Here's the exchange, else you lose the queen. So, jetzt guckt alle mal. Katharine, du bist nicht beleidigt. Alles gut. Katharine says she feels that she got insulted, which is wrong. So, we traded queens because there was no other move for white. And now I ask you about the position assessment. White to play, who will win or is it a draw? Also, jetzt frage ich euch mal, wie ihr die Position so einschätzt. Weiß ist am Zug? Meint ihr, dass Weiß gewinnt, Schwarz gewinnt oder unentschieden? Ja, Katharina, das musst du mit Gregor klären. Ich habe gehört, du weißt, wo er wohnt. Weiß ist dran, Boris. Weiß ist am Zug. Pawn D3. White moves them this way. Is a pawn D3 is not possible. Also, Ica schlägt Bauer auf D3 vor, das ist regelkonform nicht machbar. Weiß gewinnt Boris. Da bist du ganz nah an was dran, aber noch nicht ganz richtig. Dann löse ich jetzt mal auf. So, Black is winning. Also, ich löse auf. Schwarz gewinnt. In theory, White could play this move. And then use the two connected pawns to build a free pawn and win. Also, generell würde Weiß gewinnen, wenn man F4 spielen könnte und dann sich mit den beiden Bauern hier und hier einen Freibauern bilden könnte und durchlaufen könnte. Aber wenn das kommt, if we play this move, what happens? Wenn wir den Zug spielen, was passiert dann? Was kann Schwarz ziehen? F5. Guck mal, Boris, wenn wir F5 spielen, dann kann er entweder einfach durchziehen. Ein bisschen ungewöhnlich. He could either just now I get angry at the software. He could either just pass or take. That's not the solution. Wir von nehmen oder vorbeigehen. Noch nicht ganz. Kleiner Tipp, das Thema heißt en passant. A little hint, the topic of this exercise is en passant. So maybe the solution has to do with en passant. Wenn jemand nicht weiß, wie en passant geht, schreibt es in den Chat und erkläre ich es nochmal. If anyone doesn't know how en passant works, write it in the chat and I will explain to you. Okay, Katharina, ich erkläre es dir gerne.
Also. Sehr gut. Kurze Erklärung für alle. So. Wenn jetzt Schwarz den hier spielt, just a short explanation. If Black plays this one, we can treat him like he only went one square instead of two and then take here. In dem Moment, Katharine, gut in der Rechtschreibung korrigiert, aber es geht um Inhalt gerade. So directly after your opponent pushes his pawn two moves forward and you have a pawn staying next to him, you can take him. And you skip the one square. Also, soweit so gut. Zurück zum Spiel. Exactly, Ika, you're totally right. We can take on F3 and then we got a one position. Ika hat vollkommen recht, sehr gut, Ika, really well done. Wir nehmen auf F3. So. Mit welchem schwarzen Zug gewinnt Schwarz das Spiel? Which black move is winning the game? Exactly, also Gregor hat vollkommen recht. Bauer auf B4. Ein kleiner Hinweis, Gregor, wir müssen bei Bauern gleich einen Buchstaben schreiben. Du kannst einfach nur B4 schreiben. Die Frage war, Boris, in welchem Zug Schwarz das Spiel gewinnt. So, Gregor suggested to play the pawn to B4, which is totally correct, because we can just promote, and if he takes here, we take and then promote. We could also just promote here if we wanted. Ah, sehr gut gemacht, Gregor. Du bist auch heute wieder top in Form. Ich sehe das. Ich freue mich, dass du auch in Corona-Zeiten ein starker Spieler bleibst. War das schon das hier? Nee, noch nicht. Nee, das ist das falsche Beispiel. Das ist die falsche Datenbank. Wir müssen in die Datenbank hier. Das hier ist noch schön. Nächste Frage. Brett, Brett drehen. Next question. It is white to move and we can find a really beautiful checkmate. Nächste Frage. Weiß ist dran und wir können ein wunderschönes Schachmatt finden. Nicht in einem Zug, sondern in mehreren. Wer hat den ersten Zug? So it's white to move and the checkmate we can find is not in one move, but it's really beautiful indeed. No first suggestions. Ich warte auf den ersten Vorschlag von euch, dann helfe ich ein bisschen. Dame C4, da haben wir den Vorschlag und Gregor hat vollkommen recht. Queen C4, we have the suggestion and it's totally correct. Schach. Now we can block it. Jetzt blockt er es. Which move can we play to give another check? Wo können wir Schach sagen? Where can we give another check? Nee, Springer F7, Gregor ist kein Schach. Außerdem verlierst du die Dame, von dir die angegriffen ist. Kriegst du da seine Dame, aber es ist nicht so toll. Denkt dran, was denkt ihr noch, was das Motto ist von dieser Einheit gerade? Just think about what we're doing at the moment. What our topic is. E6, sehr gut. Boris, du bist doch auch gut. Nee, du bist nicht gut, das war falsch. Boris, you were really close. But it's not entirely right. If we play the pawn here, then we just lose the queen. Also, Boris, wenn wir da vorgehen, verlieren wir einfach die Dame. Das ist nicht richtig. So.
Andere Vorschläge außer E6? Other suggestions than than E6? Noch nicht, okay, not yet. Also, das Thema, Leute, ist en passant. Können wir hier en passant schlagen? Wenn ja, wo? So, the topic today is en passant. Can we take somewhere with en passant? If yes, where? C6? Nee, C6 ist nicht Boris. C6 ist, wäre das Feld hier, da können wir die Dame hinstellen, die wird dann geschlagen werden. So, DC6 isn't correct, because we would lose the queen. Aber wenn wir einen Buchstaben rausstreichen bei DC6, können wir direkt den richtigen Zug haben. So, if we remove one letter from DC6, then we directly got the right move. I think all of you can find it now. Leute, wo kann man denn da en passant schlagen? Ihr könnt das doch. So, where can you take en passant? You know it, guys. It's really not that difficult. Nee, es geht um den Bauern. Der hier wurde gerade nach vorne gezogen. Den könnten wir en passant schlagen. Wie funktioniert das? Wir haben es gerade nochmal gesehen. So, it's about this pawn. We can take him en passant. How does it work? Which piece do we have to put where? Claudius, du vielleicht eine Idee? Wie funktioniert denn der en passant? Genau, wir sind kurz davor. Genau, D6. Ika, you saved me. We take here. So, jetzt ist wieder Schach. So, it's check again. Hier, und he has one move. Er hat nur einen Zug. We take here. Den nehmen wir. Und dann ist es im nächsten Zug Schachmatt. Das könnt ihr jetzt aber selber finden. So, next move is checkmate. Where is the checkmate? You can find it on your own. You don't need me for that. Write it down in the chat. Dame F7, sehr gut, Grigor. Zack, Schachmatt und weg damit. Ah, ich glaube, ganz gut, dass wir es gemacht haben. Das scheint nochmal nötig zu sein. So, hier nimmt die Dame dort. Wir drehen kurz das Brett um. So, in this position, the queen takes here and allows us a really deadly attack. Who can find the attack? Also Leute, Dame D7, klarer Fehler, ganz übel gepatzt. Wir haben jetzt hier einen ganz starken Angriff. Wer findet den Angriff? Immer den Satz von unserem Lieblingstrainer Dominik denken. Ne? Wenn dann Schach ist, erstmal das Schach geben, denn jedes Schach könnte ja ein Matt sein. So, think of the thing Dominic always tells us in the lessons. If there's a check, you should give the check, because you never know when it's a checkmate. D3 Boris ist. Da kann Schwarz gar nicht hingehen im Moment, weil da keine Figur hinkommt. So, das geht nicht. So geht auch nicht. Ika wrote Queen C5. Ika hat Dame C5 geschrieben und wie immer, wenn Ika was schreibt, also wie fast immer, ist das vollkommen richtig, 110%. Also. Perfekt, really well done, Ika. I see, you still didn't lose the speed at which you solved those. Er zieht den Bauern dazwischen. He puts the pawn in between. Und jetzt, das Thema der Übung ist en passant. Wer findet den en passant Zug? So, the lesson for today is en passant. Who finds the en passant move? Das schafft ihr alle.
Nee, C4, das bringt uns gerade gar nichts. Der Bauer ist vorgegangen. This pawn move forward. This one we can attack with en passant. Leute, das schafft ihr. Ich bin ganz begeistert. Ihr könnt das alle hinkriegen. Begeistert, ich sage ich begeistert, das passt ja gar nicht. Ich bin ganz voller Zuversicht, dass ihr es schafft. B3, exactly, Ika. And once again you save me. So. Wenn er den Bauern nimmt, haben wir hier einen Schach. Haben wir hier einen Schach. Haben wir hier einen Turm gewinnen. Vielleicht ist es auch ein Matt. If he takes, I showed you the sequence of moves that will lead to a win in material. Maybe there's even a checkmate, I didn't calculate that far. Vielleicht gibt es auch einen Schachmatt, so habe ich jetzt nicht gerechnet. Und wenn er hier hingeht, if he goes there, we have a check here. We have a check here. Dann, wenn er da hingeht, haben wir einen Schach. Und sind hier mit den Bauern durch. Soweit, so gut dazu. Leute, die letzten beiden, da will ich noch was, was ein Vollgas gibt. So, the last two exercises, I know it doesn't get easier, but I want to see you give everything. So. Brett, Brett drehen. Der letzte Zug von Weiß war Bauer auf G4. So, the last move from White was Pawn to G4. Which motive that we totally didn't practice already today is now the right one to win? Also, letzter Zug war Bauer auf G4. Welches Motiv, das wir heute noch gar nicht angeguckt haben, das total überraschend sein wird, ist hier der richtige Zug zum Gewinnen? Schwarz ist dran, Boris. Schwarz ist dran. Black to move, obviously. Because the last move from White was Pawn to G4. A little hint. It's important that he just played the Pawn to G4. Kleiner Hinweis, es ist sehr wichtig, dass er gerade diesen Bauern gespielt hat, sonst dürfen wir den nächsten Zug gar nicht machen. So, für den er gerade dazugekommen ist. Wir machen gerade en passant als Thema. Weiß hat den Bauer auf G4 gespielt. Wir sind dran, können mit unserem Zug ganz viel gewinnen. Exactly, Ika, you found it. Actually, I'm unsure why it doesn't work. It should work. So normally we would give the check and then it's a double check from the pawn and now it's not a double check, it's a simple check. And when he moves away, we take the queen. Also, ich weiß nicht, warum das Programm gerade nicht möchte. Aber wenn wir jetzt hier schlagen, en passant, dann geben wir einen Schach und weil er darauf reagieren muss, können wir mit dem Turm die Dame schlagen. Und auf zum letzten Beispiel. Up to the last example. Ab, das war auch ja ganz gut, ganz tolles Englisch. So, onwards to the last example. I just have to figure out how it works. I really wonder how it works. Is it that one? Das gucke ich mir nochmal in Ruhe an. Das ersparen wir uns erstmal ganz kurz. Das machen wir dann beim nächsten Mal vielleicht. Muss ich gucken. Also. Dann haben wir jetzt noch 6 Minuten. Ich würde sagen, für meine Partie reicht das leider nicht. Die können wir uns nächstes Mal angucken. Und ich erkläre euch jetzt ein kleines Übungsspiel. Und wer mag, kann das zu Hause machen. Ist es okay für euch? Is it fine that I don't show you my game now because we only got 5 minutes left? And I don't want to force all your parents to help you with the technique for the next 2 hours. So I would just explain the minigame to you. Is this okay? Is it fine?
Für dich auch, oder wie sieht's aus? Ika, is it fine for you too? Ja, das hilft mir nicht, Grigor. Perfect, great. So, for the minigame, as usual, we need a board. I think all of you got a board. Für das Minispiel brauchen wir alle ein Schachbrett. Soweit logisch. Genau. So, when we set up the board, then we put a single rook here. Dann stellen wir einen einzelnen Turm hier hin. Könnt ihr euch das merken? Wenn nicht, könnt ihr das Video auf YouTube nochmal gucken später. Ist ja im Stream genauso drin. Also, dann ist die Aufgabe, dass ihr mit dem schwarzen Turm, schwarz darf übrigens nicht anfangen, sondern weiß fängt an, alle Bauern fangen wollt. Wenn ein Bauer zur Dame wird und ihr nicht direkt schlagen könnt, habt ihr verloren. So, the exercise here is, White starts to play and White wins if he promotes one pawn without it being captured in the move after. And Black wins if he captures all pawns. Also, das könnt ihr ganz gut mit euren Eltern probieren und euren Geschwistern, auch wenn die kein Schach können, weil die ja kaum Schachwissen brauchen dafür. Die müssen nur wissen, wie Turm und Bauer gehen. So, you can also play it with your sister, or with your brother, or with your parents. Because all you have to know is how to move the single pieces. And I think you can explain that to everyone. Also, soweit, so gut. Jetzt fragt euch natürlich, Robert, wir machen das eine Runde, dann sind wir fertig. So, you might ask yourself, if we do this one round, we're done, right? And then I answer, no, not exactly. Because then you can do the same one. And if in the first game black won with the rook, you make it more difficult and only give black a bishop. Nee, Boris, nicht jetzt hier machen, sondern wir wollen das zu Hause mit unserem Papa üben oder mit Geschwistern üben oder auch mal alleine probieren einfach. So I just explained to Boris that we don't do it right now, but we just speak about it and then we try it at home. Genau. So we can do the same one with two bishops afterwards, or we can do it with a queen, or we can do it with a knight, or we can do it with two knights. So. Also das Gleiche können wir auch mit anderen Figuren versuchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es auch mal versucht mit verschiedenen Figuren, auch mal als Weißer und als Schwarzer, und mir nächstes Mal sagt, was eure Strategien waren. Okay? Klingt das gut? Habt ihr Lust drauf? So, I would be happy if you tried at home and next week we speak about it together and you tell me what your strategy was and which results you had with which piece. Okay, is it fine? Das freut mich, Boris. Das wird bestimmt super und macht dir bestimmt total viel Spaß. Wie sieht es bei euch anderen aus? Claudius, Grigor, Katha, Ika. What about you? Is it fine for you too? Grigor, sehr gut. So, Claudius. Katharine und Ika. So, the last three. Is it fine for you? Okay. Claudius, wenn du gar keine Lust hast, dann musst du nicht. Dann erkläre ich dir nächstes Mal, wie das geht. Und die anderen erklären es dir. Das ist gar kein Problem. So, Ika, what about you? Great. Dann würde ich sagen, für heute lassen wir es gut sein. Ich danke allen, dass sie dabei waren. So, I would say, for today it's fine. I thank everyone for having been here. And see you next week. Dann tschüss. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt.